So, was ist hier passiert? Erend ist völlig fertig wegen seiner Schwester. Und wir versuchen dahinter zu kommen, wer sie abgemurkst hat und wieso. Und ich habe jetzt gerade eben schon erfahren, dass es die Osseram waren. Osseram ist ja Erend selber. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich verliere bei politischen Dingen auch gerne mal den Überblick. Auch im wahren Leben. So, wir untersuchen das Schlachtfeld. Was ist das? Ob mein Fokus hier etwas findet? Dachte ich auch. Da, was ist denn das? Alte Trümmer. Na, die haben damit irgendwie nichts zu tun, glaube ich. Aber trotzdem können wir sie uns ja mal eben holen, bevor ich es vergesse. Ja, oder auch nicht. Gut, hier können wir nicht durch. Sind die denn? Hallo? Da hab ich euch. Weiter geht's. So viel Blut. Was ist das? Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung, mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Hört sich ja nicht so toll an. Diese Felsen wurden zerschmettert. Das sieht nach Waffen der Garde aus. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Es ist kein Blut daran. Lersas Männer haben sich nicht gewehrt. Vorratskiste. Krieger. Ach hier. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Wo denn? Da, okay. Okay. Aber hier war auch irgendwo. Was Leuchtendes, ne? Ja, hier, genau. Ah, Gesundheitstrank, sehr gut. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee, wa? Nein, ich wollte darüber laufen. Oder ist es ein Rutschband? Nee, es ist mit Haken, ne? Aber kann ich da nicht auch einfach rüberlaufen? Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie.
aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderen. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. So, was ist unsere neue Hauptquest? Schöpfers Ende oder ins Grenzgebiet? Ach, wir gehen ins Grenzgebiet, ne? Das scheint um die Ecke zu sein. Die sind alle total weit weg. Und der Kollateralschaden auch. Nö, dann bleiben wir erstmal hierbei. Diese Blumen sind auch rot, aber ich krieg davon überhaupt keine Gesundheit. Warum nicht? Oh nein, Grauhabichte. Und sie haben mich jetzt schon entdeckt. Oh Gott, oh okay, Gott. Hey Aloy. Und jetzt? Aha. Eistrank. So. Okay. Gibt's hier noch einen? Ist das der einzige? Ist das der einzige Grauhabicht? Adios. So, ich will nochmal eben auf der Karte gucken. Was er wohl bringen wird. Seht ihr da hinten? Da! Das scheint der Turm von Meridian zu sein, oder? Witzig. Bisschen wie der Alex in Berlin. Auch von überall zu sehen. Okay, wir müssen da runter. Und sind hier oben irgendwo. Wenn ich jetzt eh schon oben bin, hier weiter. Vielleicht können wir ja die Blume auf dem Weg ergattern.
Ja, die Ortsangabe ist enorm präzise. Aber hier ist was zum Abseilen. Ah, da! Haha, witzig, ich wollte mich gerade umgucken. Sehr gut. Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Eine Blume mehr. Da ist sie. Wunderbar. Dann können wir die Markierung wieder wegnehmen. Die nervt sonst. Und gehen weiter. Achso, dann kann ich mich ja hier abseilen, ne? Wenn hier schon mal was zum Abseilen ist. Machen wir das. Hui! Wartet da unten nur so auf mich. Okay. Dann machen wir wieder mein Lieblingsspiel. Viel Spaß, Jungs. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Mann, die hauen ganz schön auf die Mütze. Lebt überhaupt noch eins? Ja. Okay, weg. Dann runter. Ach, ich schürf mir alles auf. Ist es hinüber? Ah, okay. So, das auch. Man kann schnell machen, hin, bevor sie uns weggeschwemmt werden. Ist toll, oder? Schwimmen einfach im Fluss davon. Was für ein Glück. So. Und hier noch. Ah, das ist ein Lilanes. Das ist ja gut. Verderbnisspule. Gut. Das ist eigentlich ein guter Moment, um sich fürs nächste Mal zu verabreden. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.